Meiner Meinung nach macht die israelische Regierung das, was hier zu Holocaust-Zeiten passiert ist. Ich muss sagen, ich habe Angst. Ich habe Pfefferspray gekauft. Ich habe Kameras installiert. Ein Konflikt, zwei Seiten. Redet miteinander. Lasst uns jetzt eine friedfertige Lösung finden. Darum geht's und nicht um Schuldzuweisung. Kann Dialog gelingen? Es ist ein gutes Zeichen, dass du sagst, dass du Empathie empfindest für Palästinenser und für jüdisches Menschenleben. Und wer will von der Spaltung profitieren? Der Staat Israel ist absolut für mich eher ein Monster. Hier an der Synagoge in Köln hängen Fotos der Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind. Seit dem 7. Oktober hat sich vieles verändert, auch in Deutschland. In Bochum, wie im ganzen Bundesgebiet, gehen Menschen auf die Straße, um gegen die israelischen Bombardements im Gazastreifen zu demonstrieren. Auf der anderen Straßenseite, die Pro-Israel-Kundgebung. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde spricht. Und wir haben Angst, erkannt zu werden als Juden. Also man lebt einfach mehr mit Angst. Das war, vorher fühlte man sich doch irgendwie doch sicher. Wenn ich gleich nach Hause gehe, ziehe ich meinen Hut und dann setze ich ihn auf. Und dann bin ich als Jude nicht mehr zu erkennen. Und dann fühle ich mich besser. Heute fühle ich ein bisschen mehr Unterstützung und dass wir eigentlich nicht so alleine sind. Fühlen Sie sich manchmal alleine? Ja, wenn immer etwas passiert, spüren wir die Unterstützung. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, vermissen wir sie eigentlich. Seit dem Angriff der Hamas wurden durch das Bundeskriminalamt mehr als 3.200 Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt registriert. Allein bis Mitte November. Wir bleiben in Bochum, möchten in Ruhe mit Menschen über den Konflikt sprechen und treffen direkt einen palästinensischen Medizinstudenten. Natürlich haben wir Verwandten auch in Palästina. Die Lage ist sehr, sehr angespannt. Es ist sehr unschön und in den deutschen Medien wird immer sehr einseitig berichtet. Es muss aufhören, aber nicht nur seitens der Palästinenser, sondern man muss auch die Schuld bei der israelischen Regierung suchen. Es ist nicht nur Israel, die Opfer sind. So viele Leute unschuldig gestorben. Ich dachte, ich hasse dich, Israel. Viele aber wollen sich zum Nahostkrieg öffentlich lieber gar nicht äußern. Einer der jungen Männer hier sagt uns, er habe Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, wenn er seine Meinung sage. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so eine Art Nibelungentreue, die wir hier haben, dem israelischen Volk gegenüber. Das war okay, hier ist so viel schiefgelaufen in den 12 Jahren, von 33 bis 55. Und deswegen ist diese kritische Betrachtung, die manches Mal vielleicht angebracht wäre, überhaupt nicht mehr gegeben. Israel-Kritik sei kaum möglich, meint auch dieser tunesische Student. Und würden Sie differenzieren zwischen Israel und Juden? Das ist deren Glauben und wir unterstützen das. Wir haben nichts mit Religion zu tun. Wir haben ein Problem nur mit Extremisten, ne? Faschisten, Zionisten. Und sage ich das ehrlich, Zionistin. Die haben wir mit denen ein Problem. Weil die Nazis und alle wissen das, was die Nazis damals gemacht haben. Heutzutage heißen nicht Nazis, heißen Zionisten. Zionisten, Faschisten, Nazis, alles in einem Atemzug. Wir fahren nach Duisburg, um mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt. Burak Yilmaz ist selber Muslim, Pädagoge und hat sich jahrelang mit der Einstellung zu Juden und Israel in seiner Community beschäftigt.
Ich merke halt auch häufig auch so diesen Satz, ich habe nichts gegen Juden, aber ich habe was gegen Zionisten. Und ich merke schon, wie alleine schon das Wort Zionist ausgesprochen wird, da ist eine Wut drin. Da merke ich so, okay, ich bin mir nicht so sicher, ob du wirklich unterscheiden kannst. Und auf der anderen Seite, das muss man halt auch nennen, man setzt halt Zionismus mit Nationalsozialismus gleich. Also die Idee des Zionismus ist ja, wir wollen aufgrund von jahrhundertelanger Diskriminierung endlich einen eigenen Staat haben, wo wir halt endlich mal unsere Ruhe haben. Aber Leute deuten das halt um und sagen, das ist quasi so der Nationalsozialismus oder der neue Nationalsozialismus. Und das ist halt eine Gleichsetzung, die ultra problematisch ist. Aber so wie heute hat er nicht immer gedacht. Ich bin in Obermarxdorf aufgewachsen, in einer Arbeitersiedlung mit sehr vielen verschiedenen Menschen. Also da waren polnische Familien, russische, türkische, kurdische, arabische. Also ich war auf einem katholischen Gymnasium und da war es halt auch ein Schimpfwort, was man dann so gesagt hat. Also wenn zum Beispiel jemand was nicht mitmachen wollte zum Beispiel. Ja, komm doch mit, du Jude, warum kommst du nicht mit? Also so irgendwie so total Teil der Alltagssprache, aber halt auch unter meinen muslimischen Freunden war das halt auch ein Wort, was wir halt gängig so als Schimpfwort auf jeden Fall benutzt haben. So. Und das vermischte sich bei ihm mit dem Nahostkonflikt. Ich war 12 Jahre alt und im türkischen Fernsehen wurden halt Bilder von Leichen in Palästina gezeigt, was mich halt sehr stark emotionalisiert hat. Aber ich hatte eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung von diesem Konflikt. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass diese Bilder sehr viel mit mir gemacht haben. Dass ich so dachte, warum müssen Unschuldige da sterben? Warum passiert das Ganze? Ich kann mich daran erinnern, als Kind, wenn irgendwas Schlimmes in den türkischen Nachrichten lief, war für meinen Opa immer klar, das sind die Amerikaner und das sind die Israelis. Und mit 3, 4 Jahren, wenn man halt hört, die einen sind der große Teufel und die anderen der kleine Teufel, dann hat man Bilder im Kopf als Kind. Und ich habe aber gleichzeitig eine Mama, die Krankenschwester ist und ihren eigenen Vater konfrontiert und sagt, was erzählst du dem Kind da für eine Scheiße? Ich komm mal mit ins Krankenhaus, ich habe jüdische Patienten, ich kann dir mal erzählen, was die alles in ihrem Leben erlebt haben. Und das waren immer so Streitgespräche, wo man halt irgendwie hin und her gerissen war. Wie hat er zu seiner heutigen Haltung gefunden? Ich habe damals das Problem gehabt, in meiner Schule hatte ich immer so das Gefühl, ja, die setzen sich mit Israel auseinander, aber nie mit Palästina. Und in meinem Freundeskreis haben wir uns mit Palästina auseinandergesetzt, aber nie mit Israel. Und ich war so dieses Verbindungsglied zwischen diesen verschiedenen Gruppen und ich war total verwirrt und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich dachte, ey, geht mir alle nicht mehr auf den Sack mit eurem ganzen Problem. Ich will da jetzt nichts mehr mit zu tun haben, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch gemerkt, dass wenn ich irgendwie eine Rolle spielen will, damit das Ganze halt aufhört, damit diese Kriege aufhören, dann muss man halt irgendwie auf die andere Seite gehen oder zumindest die Perspektive wechseln. Um auch anderen einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, ist er mit muslimischen Jugendlichen nach Auschwitz gefahren, um das Leid der Juden spürbar zu machen. Dieses Leid spürt man auch hier. Gedenken an die Familie Wolf bei einer Stolpersteinverlegung in Köln. Hier haben Max und Anna mit Sohn Ariel gelebt. Zwei von ihnen wurden im Konzentrationslager Sobibor ermordet. Die jüdische Verwandte Ava ist extra aus England angereist und hat ein Gedicht mitgebracht. We say never again. Wir sagen nie wieder, aber wenn Menschen mit Macht in eine Richtung zeigen, wenn viele in eine Richtung zeigen, wenn die Waffen und Bomben in diese Richtung zeigen, es kann wieder passieren. Es ist wieder passiert. Die Menschen, die das tun, können glauben, dass sie ihr Land retten. Die Menschen, die das tun, können glauben, dass sie ihr Eigentum zurückkriegen. Deswegen, es kann wieder passieren. Es passiert gerade wieder. Es ist wieder passiert. We don't learn. We don't listen. We don't learn. Yogev war mit seiner Frau Maike und den beiden Kindern in Israel, als die Hamas angriff. Sie waren zu Besuch bei der Familie und wurden nach Deutschland ausgeflogen. Yogev ist in Israel aufgewachsen, wohnt seit 15 Jahren hier.
um seine Kinder macht man sich Sorgen. Ein Kind von uns nimmt das etwas schwieriger mit als das andere. Der hat auch wirklich richtige Panikattacken. Sie machen sich nicht nur Sorgen um die Kinder, sondern auch um Yogevs Eltern, die in Israel leben. Sie telefonieren jeden Tag. In letzter Zeit gibt es vor allem beunruhigende Nachrichten. Es fliegen Raketen und sie müssen sich im Bunker verstecken. Ich war selber nicht nur im Militär, ich war selber um Gaza und auch in einer dieser Mutzav Sufa heißt es. Das ist eine dieser Units, die da stark attackiert worden sind, wo viele Soldaten gestorben sind. Als ich die Videos gesehen habe, habe ich gesagt, krass, da war ich selber drin. Ich habe in diesen Betten geschlafen, wo die Leute heutzutage geschlachtet worden sind. Und das ist so eine Sache, wo man denkt, boah, ich konnte selber das sein. Israel sollte für Juden ein sicherer Ort sein, sagt er. Das habe sich jetzt geändert. Die Wut ist in verschiedene Richtungen. Ja, erstmal gegen die israelische Regierung, wo ich muss auch zugeben, ich war selber große die Person der israelischen Regierung kritisiert. Ich bin selber auf Demos gegangen und ich bin nicht einverstanden mit was sie machen. Und das war auch so, warum sind wir allein gelassen worden? Wo ist der Militär? Was passiert hier gerade? Wie konnte das passieren? Und von anderer Seite ist auch die Wut auf der anderen Seite. So, wie könnt ihr solche Sachen machen? Die Wut ist aber auch gegen Leute, die das noch gefeiert haben, die noch getanzt haben, die Kuchen verteilt haben. Und dann fragt man sich einfach, was habe ich als Mensch, als Jude euch getan? Wie steht er dazu, was die israelische Armee in Gaza macht und dass so viele Unschuldige und Kinder sterben? Wo ist die Gerechtigkeit her? Die andere Seite fragt, ja, guck mal, da sterben Kinder. Aber warum soll es Israel interessieren? Und ich möchte gerade nicht aggressiv vorkommen, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte sehr eine friedliche Nachricht geben. Aber ich verstehe meine Seite, unsere Seite sehr gut. Wenn diese Organisation weiter existiert, wenn die Situation so weitergeht, wenn Israel aufhört, in 5 Jahren wird das nochmal passieren. Leider ist gerade Zeit zum Krieg, ist Zeit zum Kämpfen. Tut mir sehr leid. Von unserer Seite auch. Meine Eltern sitzen gerade genauso in dem Bunker und leiden darunter. Muss man aber das genau zurücknehmen und sagen, okay, jetzt ist Zeit zum Krieg. Jetzt ist Zeit, diese Evil, diese Böse zu kämpfen. Und da muss man gewinnen. Das Böse, das ist für viele hier Israel. Sie sind hier in Köln, um gegen den Krieg in Gaza zu demonstrieren. Wir bitten den Veranstalter um ein Interview, aber der will weder gefilmt werden noch mit uns sprechen. Er droht, wenn wir Teilnehmer fragen würden, rufe er die Polizei. Ein anderer versucht zu vermitteln. Nehmen Sie das nicht persönlich, ne? Sie machen nur Ihren Job. Ja, und er sagt aber als direkt erstmal, wir verdrehen alles. Deutsche Medien seien ganz klar auf einer Seite, der von Israel, sagt der Veranstalter. Die Organisatoren werden von der Polizei aufgefordert, bestimmte Gegenstände wegzuräumen. Warum muss das denn weg? Weil das zu brutal wahrscheinlich. Was ist das denn? Das sollen tote Babys sein. Aber das sind noch nicht mal richtige Babys. Stoppt den Genozid! Stoppt den Genozid! Einige Parolen wie Kindermörder Israel wurden von der Polizei verboten. Wir kommen mit einigen Teilnehmern ins Gespräch. Dieser Vater kommt selbst aus dem Gazastreifen. Er möchte kein Interview geben. Aber seine Kinder sollen wir ruhig fragen. Jeden Tag sterben Leute und ich finde das wirklich schrecklich. Und ich finde das auch blöd, dass die Medien es nur einseitig zeigen. Auf eurer Karte ist jetzt gar kein Platz für Israel. Sollte Israel einfach ganz verschwinden? Nein, also nein. Aber das ist halt, wie es früher war und wie ich mir wünsche, dass es halt auch sein wird. Von meiner Familie sind 3 Kinder gestorben. Ja, ich kann Ihnen auch Fotos zeigen. Also ich habe das alles mit. Verwandte von dir? Direkte Verwandte. Oh Gott. Also meine Familie lebt im Gazastreifen. Die sind vor Ort. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das in den deutschen Medien sagen kann, aber meiner Meinung nach macht die israelische Regierung das, was hier zu Holocaust-Zeiten passiert ist. Das heißt, ja, also Gaza muss man ja ganz deutlich aussprechen, ist kein
Freiluftgefängnis, sondern ein Konzentrationslager, ein offenes. Die Politik muss sich dazu auch äußern. Ja, aber Palästina versucht doch... 1300 Leute. Ja, aber wie viele sind denn in Palästina gestorben? Bis jetzt 4000. Warum erwähnen Sie das denn nicht? Sind die weniger wert? Diese Menschen in ihren natürlich Augen? Natürlich nicht, aber der Auslöser. Aber ich weiß, also ich habe schon viele Interviews gesehen und ich weiß auch, dass diese Fragen direkt kommen, dieses sofort Anti. Nee, diese Anti-Handlung. Aber warum sagst du, aber Hamas hat die und die umgebracht? Aber. Nicht aber. Aber wir sind seit 75 Jahren besetzt. Aber Hamas, ein 5-jähriges Kind ist gestorben. Unsere Kinder bringt ihr um. Und die ganze Welt ist stumm. Wir sprechen mit Burak Yilmaz über das, was wir auf der Demo erlebt haben. Wir haben versucht, einen Diskurs zu führen und wir hatten das Gefühl, das war gar nicht möglich. Aber das ist ja genau das, wie dieser Konflikt funktioniert. Er funktioniert mit Emotionen. Und viele denken, wenn wir jetzt mit Fakten da reingehen, dann werden die da irgendwie schon umdenken. Nee, man muss emotional an dieses Thema rangehen, weil es halt einfach viel mit Emotionen zu tun hat. Wir nennen es nicht ohne Grund Wertedialog. Viele Emotionen, auch an Schulen. Dort bricht der Konflikt nun täglich auf. Die Lehrer sind oft überfordert, brauchen Unterstützung. Deshalb ist das Team von der Bildungsinitiative German Dream gerade sehr gefragt. Sie setzen sich für Aufklärung, demokratische Werte und Teilhabe ein. Dizen Tekor und ihre Kollegen suchen das Gespräch zu schwierigen Themen. Grundlage ist das Grundgesetz. Keine 5 Minuten an der Berliner Schule und das Thema landet beim Krieg in Nahost. Es gibt immer bei Konflikten Grauzonen und die sind auch total wichtig zu beachten. Ich finde, es ist viel zu wenig der Satz gefallen, dass die Hamas nicht die Palästinenser sind und die israelische Regierung nicht die israelische Bevölkerung. Und ich glaube, das alleine zu verstehen und auch sich vielleicht auch einfach mal mit der Geschichte von diesem Land und diesen Völkern, diesen Ländern auseinanderzusetzen, das fehlt irgendwie. Das hatte ich nicht in meinem Geschichtsunterricht. Nicht alle Schüler wollen zu erkennen sein. Zu groß die Unsicherheit bei dem Thema. Eine Schülerin hat selbst Familie in Palästina und traut sich dann doch etwas zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass man nicht so richtig seine Meinung sagen darf oder das, was man fühlt, weil, also ich bin hier in Deutschland und die deutsche Geschichte ist ein bisschen kompliziert und es zwingt einen, so nur eine Meinung haben, also eine Meinung zu haben. Und ja, es ist einfach nur ein bisschen traurig, weil man selber von der Familie mitbekommt, was da gerade los ist. Ich gucke halt nur arabische Nachrichten. Ich kann nur erahnen, wie es dir gerade geht und wie die Welt sich gerade für dich anfühlt. Wahrscheinlich sehr einsam, sehr alleine, weil du plötzlich in einer Wirklichkeit aufgewacht bist, die du nie für möglich gehalten hättest, auch mit deiner eigenen Biografie und Geschichte. Und wenn du dann das Gefühl hast, dass der Schmerz unsichtbar gemacht wird, nur weil du Palästinenserin bist und wir in Deutschland leben, dann haben wir alle was falsch gemacht. Und wie geht's dir so damit? Also hast du das Gefühl, dass dieser Schmerz einfach übersehen wird? Oder was macht das mit dir? Ja, ist schon schwer. Ich glaube, du sprichst ja auch viele Menschen über dieses Unvermögen. Und ich finde, man merkt auch, und zwar bei euch allen, wie emotional das auch ist. Ne? Weil es geht hier um Identität. Es geht um unsere Identität, es geht um unseren Schmerz. Und wenn der übersehen wird, dann tut das weh. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, auch in Deutschland, die diesen Schmerz anerkennt und sieht, egal woher derjenige kommt. Das wünscht sich auch diese Familie. Wir sind im Sportclub von Ramazan und Selma und ihrem Sohn Shamil. Sie versuchen den Kindern hier Werte wie Respekt und Fairness zu vermitteln. Shamil ist nicht politisch aktiv. Nun war er das erste Mal auf einer Pro-Palästina-Demo. Wir müssen zu Gesprächen animieren. Und das als kleiner Mann, als kleiner Mensch, ist das Einzige, was wir tun können. Wir können auf Demos gehen, friedfertig darauf drängen, hey, organisiert jetzt bitte Gespräche, dass das Blutvergießen endet. Wenn ein voller Schiff Menschen sind und da ist ein unschuldiger Mensch, wegen dieser unschuldigen Mensch darf man keinen anderen, auch wenn die anderen schuldig sind, tötet man nicht. Da ist ein unschuldiger Mensch, Kinder tötet man nicht, Zivilisten tötet man nicht. Wenn man Probleme hat, dann klärt man erst diplomatisch. Danach, wenn es nicht geht, dann Soldat gegen Soldat. Die Kinder haben keine Schuld. Redet miteinander. Lasst uns jetzt eine friedfertige Lösung finden. Darum geht's und nicht um Schuldzuweisungen.
Sie sehen, dass sich die Fronten zunehmend verhärten und dass sich viele Muslime schwer tun, die Hamas zu kritisieren. Sie haben eine eindeutige Haltung. Hamas ist eine Terrororganisation und man muss dagegen vorgehen. Allerdings herrscht gerade eine Unverhältnismäßigkeit. Also es sind jetzt nahezu 10.000 Menschen auf palästinensischer Seite gestorben. Und das muss auch scharf kritisiert werden. Also wir müssen die Hamas scharf kritisieren, das tun wir. Aber auf der gleichen Seite auch das Vorgehen der israelischen Armee. Auch seine Mutter kritisiert die Hamas. Wenn es mehr diplomatische Bewegungen von denen aus gegeben hätte, auch in der Vergangenheit, könnte man sagen, hey, das ist eine Organisation, was den Menschen wirklich unterstützt in der Region. Aber bis jetzt, was man so nachvollziehen kann, haben wir sowas nicht gehört. Es werden Menschen angegriffen oder Menschen getötet. Dass das was Gutes für das eigene Volk bringen soll, das können wir nicht nachvollziehen. Was soll daran gut sein? Was hat es dem palästinensischen Volk gebracht, dass sie so viele Menschen getötet haben? Wofür? Das ist ein Thema von den Regierungen bzw. von Machthabern. Was können diese jüdischen Menschen dafür, dass da jetzt ein Riesenkonflikt ist? Oder was können die muslimischen Menschen dafür, dass da jetzt ein Riesenkonflikt ist? Das ist total banal und das macht einfach uns alle auch wütend. Yogev und seine Frau Maike bekommen persönliche Nachrichten und Zuspruch aus ihrem deutschen Umfeld. Aber oft wünschen sie sich mehr Solidarität. Nicht von der Politik, sondern von der Gesellschaft. Heute backen sie Chalot, das traditionelle Rot für den Schabbat. Eigentlich, in dem Sinn, sind wir keine religiösen Juden. Wir machen das normalerweise nicht. Aber nach dem, was am 7. Oktober passiert ist, haben wir alle das Bedürfnis, ein bisschen mehr so zurück zu der Tradition zu gehen, ein bisschen zurück uns selber sein und nicht mehr uns zu verstecken oder zu verstellen. Man sucht nach Verbundenheit oder Leuten, die sich ähnlich fühlen. Und ich glaube, vielen jüdischen Menschen geht es in Deutschland halt gerade ähnlich. Und dann sich wieder auf so Tradition zurückzubesinnen, kann ja auch ein bisschen dabei helfen, sich irgendwie wieder verbunden zu fühlen. So. Und ich war noch nie so stolz, deutsch zu sein, wie ich heute stolz bin, nachdem, dass ich gesehen habe, was vom der Kanzler gesagt wird und von der Politik. Da bin ich sehr stolz drauf. Von der anderen Seite, unsere alltäglich ist voll mit Angst momentan. Das heißt, gestern war hier Halloween. Die Kinder gehen auf die Straße, alle haben Spaß, sind verkleidet. Ich muss sagen, ich habe Angst. Die Leute gehen ja mit komischen Dingen, bin ich direkt verkrampft. Ich habe Pfefferspray gekauft. Ich habe Kameras installiert. Kann er trotzdem noch die andere Seite verstehen? Berühren ihn die Bilder aus Gaza? Das tut uns auch leid, wenn wir die Bilder sehen, was da passiert und die Mutter, die weint und die Kinder. Unser Herz bricht genauso. Es ist nicht, dass ich das sehe und lache und freue mich. Gottes will. Wir sind Menschen, wir sind Eltern. Wir haben genauso Verständnis von der anderen Seite. Ich finde, dass man einfach im Moment dafür Platz schaffen muss und in der Lage sein muss zu sagen, dass mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein können. Also es kann gleichzeitig wahr sein, dass das ganz furchtbar war, wie es den Palästinensern auch in der Vergangenheit ging, dass Israel da Fehler gemacht hat. Es kann gleichzeitig wahr sein, dass es im Moment den Menschen in Gaza furchtbar geht, dass das schlimm ist, dass da Menschen sterben, dass das traurig ist. Und trotzdem kann auch gleichzeitig wahr sein, dass es den Juden auf der Welt und den Israelis gerade ganz schlecht geht, dass die traumatisiert sind, dass die Menschen verloren haben. Aber die eine Seite nimmt die tote Kinder und präsentiert die als auf den Präsenteller, um zu sagen, guck mal, wie wir leiden. Guck mal, was mit uns gemacht wird. Die israelische Seite versteckt diese Bilder, damit wir nicht traumatisiert sind. Damit wir wollen nicht mit unseren Toten so angeben, weil das ist nicht unsere Kultur. Und dann steht man da und sagt man, okay, in diesem Krieg, in diesem Mediakrieg, verlieren wir genau deshalb. Und der andere sagt, zeig mir Fakten. Zeig mir die toten Kinder, zeig mir die Kinder, die keinen Kopf haben. Und ich sage, Leute, wir können nicht gewinnen. Wenn jemand eine Meinung hat, Israel ist scheiße, dann bleibt er leider bei der Meinung. Auf der Demonstration in Köln kommt es am Rande zu einer Diskussion zwischen einem Passanten und einer Teilnehmerin. Diese Spaltung, das ist das Problem. Aber warum ist denn der Westen jetzt seit 2001 im Nahen Osten? Wer ist denn der Westen? Er hat doch Amerika, Europa, liefert Waffen.
zum Beispiel und unterstützt diese Kriege. Ich bin bei dem Punkt, dass Sie, eine Spaltung machen. Nein, ich bin immer dagegen, ja, wenn Menschen sterben. Ob es in Israel ist, in Palästina, in Deutschland, ja, von mir aus irgendwo in Jordanien. Das ist schon mal ein Satz. Genau. Ja, das, genau. Aber es gibt Täter und Opfer in dieser Sache. Die, die hier Israel kritisieren, weisen uns gegenüber zurück, antisemitisch zu sein. Doch die Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus erscheint uns oft fließend. Das Thema Antisemitismus wird auch hier in der Schule in Berlin diskutiert. Denn hier in Berlin gibt es die meisten Übergriffe und die größten Pro-Palästina-Demos. Neben uns gibt es eine Synagoge und die wurde nach dem 7. Oktober auch mit einer Molotow-Cocktail, es wurde darauf geschmissen. Und das ist für mich ein richtiges Problem, weil jetzt denkt man, alle Palästinenser sind jetzt antisemitisch und alles drum und dran. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass ganz viele Menschen, die zum Beispiel an den Demos teilgenommen haben, sich mit Vorwürfen auseinandersetzen müssen, dass sie jetzt antisemitisch sind. Und dass, wenn du selber dann palästinensisch bist, ist sowieso schon mal dieses Vorurteil, ohne dass man es ausspricht, ja, wo steht der? Der ist doch bestimmt antisemitisch. Ich finde es eben schwierig, dann 50.000 Menschen den Antisemitismus an den Kopf zu werfen. Das, was du beschreibst, ist richtig. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass an diesem Tag, am Samstag, als demonstriert worden ist, dass Menschen, die aus einer Starbucks-Filiale kamen, angespuckt worden sind, weil Starbucks einem Juden gehört, beispielsweise. Dass es leider auch zur Holocaust-Relativierung kam. Also Semiten sind ja, glaube ich, drei Volksgruppen und gehören Araber nicht auch dazu? Also wie können Palästinenser dann antisemitisch sein eigentlich? Dann wehren sie ja gegen sich selber. Also ist es ja eigentlich auch falsch, einfach in den Medien, falsch gesagt. Antisemitismus ist eigentlich ein Weltbild, dass man Juden für alles Übel in der Welt verantwortlich macht. Da gibt es ja auch viele Debatten drüber. Aber für den Antisemitismus braucht es noch nicht mal die Anwesenheit von Juden, beispielsweise. Und ich sage das deswegen, weil auch das Thema Rassismus, Antisemitismus, also das ist ja alles identitätsstiftend, auch der Kampf dagegen. Und in diesem Kampf haben viele eigene Informationsquellen. Wenn ich Ihnen sage, dass die Hamas von Israel gegründet wurde? Ist es auch. Von Israel? Offensichtlich, ja. Das wird auch in den Medien gesprochen. Selbst in den deutschen Medien, ja. Mit ZDF. Frau Musa al-Husseini. Was gibt es dafür Beweise? Das ist der geistige Vater der Hamas. Das wurde damals offiziell von Israel gegründet. Das ist verifiziert. Der Beweis, ein TikTok-Video. Die USA hat Al-Qaida. In Afghanistan. Wer sagt das? Im Kampf. Gregor Gysi? Aber Al-Qaida. Aber es kommt doch jetzt hier Hamas. Da. Aha. Ja. Ja, aber es gibt unzählige. Aber auch Gysi, ja, aber das sind mehr noch Politiker. Gysi hat es 2014 gesagt. Aber auf 30 Sekunden zusammengeschnitten geht unter: Israel hat zwar vor Jahren eine Wohltätigkeitsorganisation unterstützt, die später zu einem Teil der Hamas wurde, aber nicht die Hamas gegründet. Alle, mit denen wir hier sprechen, lehnen die deutschen Medien ab. Wir wollen wissen, wie sie sich informieren. Viele nutzen Social Media. Ein paar Kanäle werden besonders oft genannt. Eye on Palestine. Fast 8 Millionen Follower. Dutzende Posts jeden Tag. Verletzte Kinder, Tote, Verzweiflung. Was macht es mit Menschen, ständig solche Bilder zu sehen? Ich sehe das kurz mal, ich schalte das aber oft schnell weg, ja. Muss ich ehrlich sagen, weil das kann ich mir nicht ansehen. Natürlich ist es Tatsache, dass es dort sowas gibt, passiert tagtäglich, Menschen sterben, Kinder, Frauen, Ältere und Unschuldige. Aber sich das immer wieder ich finde, das macht einen fanatisch. Also dieses Blick darauf, wirklich differenzieren zu können, das verliert man, wenn man sich das immer wieder anguckt. Und davor, nein, ich distanziere mich genau wie er davon. Ich weiß, dass es passiert, aber was bringt mir das? Live-Bilder von Verletzten nach Bombenanschlägen. Ein Handyvideo grausamer als das andere. Wer solche Bilder anschaut, dem schlägt der Social-Media-Algorithmus immer mehr davon vor. Bilder, die schockieren und traumatisieren können. Burak Yilmaz setzt sich dem nicht mehr aus. Er hat seine Accounts gelöscht.
Ich glaube, dass wenn Menschen, also vor allem Nicht-Betroffene, ja, wenn sie solche Bilder sehen und emotionalisiert sind und dann wirklich selber glauben, die sind da live mit dabei und so weiter, das gibt denen auch nochmal so eine Position von, ich stehe auf der Seite der Guten. Die Frage ist aber, wie werden solche Bilder instrumentalisiert? Und das spielt halt leider eine starke Rolle, dass es nicht mehr irgendwann um die Toten geht, um die zivilen Opfer, sondern da geht es auf einmal um eine politische andere Sache. Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Der Nahostkonflikt wird oft für politische Interessen benutzt. Und diesmal? Auf den Demos sehen wir viele türkische Fahnen. Welche Rolle spielt die Türkei? Welche Rolle sollte Erdogan in der ganzen Geschichte spielen? Friedensrolle, macht er, versucht er ja, aber ich glaube nicht, dass es was wirkt. Er versucht ja, ne, von zwei, dass man da irgendwie einen Frieden, also im Frieden in den Punkt zusammenkommt. Klingt so ein Friedensstifter? Die Hamas ist keine Terrororganisation, sondern es sind Freiheitskämpfer, die ihr Volk und ihr Land verteidigen. In den sozialen Netzwerken finden wir Erdogan-Anhänger, die mit ihren Botschaften viele Follower auch in Deutschland ansprechen. Einer von ihnen, der reichweitenstarke YouTuber und Influencer Abdurrahman Uzun aus der Türkei. Zu den Schreckensbildern aus Gaza sagt er: Es kann sein, dass manche sagen, ich kann mir diese schrecklichen Bilder nicht mehr angucken. Ich halte das nicht aus. Du wirst zugucken. Du wirst dir alle diese Bilder ansehen. Du wirst dir die Kinderleichen in den Säcken angucken. Du kannst davor nicht weglaufen. Manche sind in der Türkei aktiv, aber viele wohnen auch hier in Deutschland, so wie Adem Taflan. Er twittert zum Beispiel auf Türkisch an seine Follower: Für den sich von Menschenblut ernährenden Westen sei die Tötung eines Menschen in Palästina nur eine Nebensächlichkeit. Ein Influencer fällt uns besonders auf: Tovrul Selmanoglu. Rechnet man seine Follower zusammen, kommt man auf über 1 Million. Wenn wir Muslime gegen Israel protestieren, werden wir mit Antisemitismus beschuldigt, bezichtigt. Es ist so dreist und heuchlerisch, dass ich. Also, das kann man fast nicht ernst nehmen. Weil der Antisemitismus an sich ist ja eine europäische Erscheinung. Es ist eine europäische Erfindung. Im Podcast mit Abdurrahman Uzun hört sich das dann so an. Heute, nicht morgen. Heute müssen alle muslimischen Länder zusammenkommen, alle Streitigkeiten beiseite legen, alle weltlichen Sorgen und eine militärische Operation durchführen. Betrachte das nicht als eine Utopie. Von der Hamas kann man das erwarten. Aber was ist mit Saudi-Arabien, mit Ägypten? Die verfügen über 80% des Vermögens. In deine Straße ist der Feind eingedrungen und du sagst, ich sitze hier und trinke meinen Tee. Selmanoglu ist Vorstandsmitglied der UID, der Union Internationaler Demokraten. Ein Lobbyverein, der Erdogans Interessen in Deutschland vertritt. Wir fragen nach einem Interview. Er sagt zu. Tuğrul Selmanoglu lebt in Heilbronn. Steht der internationale Demokrat zu dem, was er da auf Türkisch über das Kalifat sagt? Mit Kalifat ist die Vereinigung aller muslimischen Länder gemeint. Eine Idee, die er seinen Followern gerne nahelegt. Die muslimischen Länder haben insgesamt zusammen eine Armee, die 17 Millionen Mann stark ist. Ja? Mit Atomwaffen, Pakistan, mit einer sehr starken Luftwaffe wie die Türkei, mit einer sehr starken Marine wie Ägypten etc. etc. Ich habe gesagt, ja, es gibt 17 Millionen Soldaten, aber es gibt keinen Anführer, es gibt keinen Kalifen, es gibt keine diplomatische Institution, die das anführen kann. Ja. Gibt es eine Person gerade, die dieser Anführer sein könnte? Der Kalif wird gewählt von einer Shura, also nach islamischer Tradition. Das heißt von Vertretern des Volkes, die wählen dann einen Kalifen und die werden dann wohl jemanden finden, denke ich, wenn es 2 Milliarden Muslime gibt. Momentan ein Anführer, der die Akzeptanz der breiten Fläche der sunnitischen Welt zumindest haben würde, wäre zweifelsfrei der Mann, der jedem in den Sinn kommt, wenn man davon redet in der islamischen Welt. Erdogan. Sie sagen es, ja.
Wie Erdogan verurteilt er den Anschlag der Hamas vom 7. Oktober als Terror. Aber wenn jemand seine Mutter, seinen Vater an diesen Staatsterror verloren hat, dann wird der halt mal irre und handelt irre. Ja? Und es verhält sich vielleicht nicht so, wie man sich ethisch und moralisch korrekt verhalten soll, weil sein ganzes Leben traumatisiert ist durch diesen Konflikt. Es mag sein, dass da Menschen, die in dieser Situation sind, zu abartigen. Wenn man lange Zeit mit einem Monster kämpft, dann wird man selber zum Monster mit der Zeit. Denke ich. Ist der Staat Israel für Sie ein Monster? Der Staat Israel ist absolut für mich ja ein Monster. Also wir sind die neuen Juden. Wenn es einen neuen Holocaust geben sollte, dann wird der an Muslimen stattfinden. Wow. Ja. Das ist hart. Das ist sehr hart. Radikale Positionen. Instrumentalisierung des Krieges. Darüber reden Düzen Tekol und ihr Team von German Dream auch mit den Schülern hier in Berlin. Durch eine Akzeptanz einer Religion eine andere nicht akzeptieren. Ich habe festgestellt, dass immer so getan wird, als wenn es um Religion gehen würde. Aber eigentlich geht es nicht um Religion. Also das ist das, was Kriegsführer sich immer zunutze machen. Seit es Kriege gibt, versuchen die Religion sozusagen ihren Machtinteressen dienbar zu machen. Und immer dann, wenn mit Religion argumentiert wird, müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Diese wichtige Frage der Befreiung der Zivilbevölkerung wird benutzt sozusagen. Und dann nimmt auch die Islamfeindlichkeit zu. Das heißt, die tragen dazu bei, nicht die Palästinenser. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir sagen, wir kämpfen gegen Antisemitismus, wir kämpfen gegen Islamismus, aber wir kämpfen auch gegen Muslimfeindlichkeit. Hier im Kleinen merken wir deutlich, was in der großen Debatte fehlt. Wenn Emotionen ernst genommen werden, dann kann Platz für Differenzierung entstehen. Kaum etwas könnte in diesen Tagen wichtiger sein. In Tagen, an denen Demos wie diese selten sind. Juden und Muslime, gemeinsam für den Frieden. Seite an Seite.